Hi, and welcome back to Bean Talk. Today we want to talk a little bit about the Vienna Coffee Festival, so we have Günther with us, and let's switch to German and talk a little bit about the festival. Yes. Günther, vielen Dank fürs Vorbeikommen. Gerne. Wir haben auch heuer wieder das Vienna Coffee Festival, das ist jetzt ab Donnerstag, ja, dem 8.9. bis inklusive Sonntag, dem 11.9. Und ja, was erwartet uns heuer am Vienna Coffee Festival? Ja, hallo mal auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich bei Bean Talk die Veranstaltung ankündigen kann. Also wie du schon richtig gesagt hast, wir beginnen am Donnerstag, den 8. September, mit einem B2B-Tag. Das heißt, wir beginnen unser Coffee Festival für Businesskunden, ja, ausschließlich, damit unsere Aussteller auch an Businesskunden ihre Artikel präsentieren können. Und am Freitag geht es dann für alle Besucher so richtig los. Sehr gut. Und besonders stolz bin ich heuer auf das, dass wir beim Vienna Coffee Festival, ich glaube, das beste Rahmenprogramm ever haben. Und da muss ich auch sagen, danke zu dir und zu deiner Kollegin, zu Leni. Ihr habt da wirklich ein super Programm, ja, zusammengestellt. Sollen wir das vielleicht kurz darüber sprechen, was es alles geben wird? Ja. Wenn wir chronologisch anfangen, ganz am Eingang. Oh, da darfst du nicht zu viel verraten. Da werde ich nicht zu viel verraten. Wir haben einen kleinen Dschungel vorbereitet. Also darum unbedingt vorbeischauen, wer das erleben möchte. Und dann haben wir, heuer muss man sagen, der Felix Teiretzbacher, der auch in unserem letzten Video war, ist ja der neue World Coffee Roasting Champion. Ja. Und da haben wir was ganz Besonderes mit ihm. Und zwar Röstworkshops. Gemeinsam mit ihm und mit dem Lukas Stöllner von Deluxe Café wird es Röstworkshops geben. Das ist etwas ganz Besonderes. Mein Wunsch für das Vienna Coffee Festival auch immer, das zu erleben, wie der Kaffee wächst, wo der Kaffee herkommt, diesen ganzen Prozess mitzuerleben. Und das werden wir heuer schaffen mit dem tollen Eingangsbereich, von dem wir noch nicht so viel verraten wollen. Und dann, wie du gesagt hast, sind wir natürlich alle sehr, sehr stolz, in Österreich den Weltmeister vom Rösten zu haben. Und ich muss sagen, danke an Felix auch in den Zusammenhang, dass er bereit erklärt, da für uns Röstworkshops gemeinsam mit dem Lukas anzubieten, wo jeder wirklich einmal selber seinen Kaffee rösten kann und sieht, welcher Aufwand und wie genau und präzise man da arbeiten muss. Und wenn man das mit einem Weltmeister erleben kann, ich glaube, das ist schon mal eine ganz tolle Geschichte. Ja, auf jeden Fall. Dann geht es weiter eigentlich gleich in den nächsten tollen Bereich. Ja, wo wir und zwar da haben wir unsere Cupping Area. Das ist für alle Besucher, die unbedingt schon mal bei einem Cupping teilnehmen wollten oder einfach nur mal die Unterschiede zwischen den verschiedenen Cafés kennenlernen wollen, sind hier herzlich dazu eingeladen, teilzunehmen und sich mal quer durch die ganze Kaffeewelt zu kosten. Ja. Ja. Und dann das Roast Village mit den Mikroröstern. Wie viele haben wir da heuer? Wir haben heuer 15 verschiedene Röster aus ganz Europa. Nicht nur aus Österreich, ja, ja, aus ganz Europa. Auch sehr interessant. Die werden dort ihre Specialty Coffees präsentieren. Man kann die dort auch verkosten und auch kaufen. Das ist eine ganz tolle Geschichte. Ja. Dann haben wir ein Wiener Kaffeehaus, weil wenn wir schon, ja, das Vienna Coffee Festival sind, dann sollen unsere Besucher auch erleben, was ist das Besondere am Wiener Kaffeehaus, an der Wiener Kaffeehauskultur. Da gibt es auch einen Bereich, wo man das bewundern und auch verkosten und probieren kann. Genau, auch mit seinem Wiener Charme erleben natürlich. Ja, den typischen Wiener Charme. Den typischen Wiener Charme. Genau, eine Brewbar wird es auch geben. Für all die Filterkaffee-Begeisterten haben wir da heuer eine Brewbar, wo man sich ein bisschen informieren kann rund um die Thematik Filterkaffee und auch einfach die verschiedenen Kaffees und Brühmethoden durchkosten. Und ja, was mich auch noch besonders freut, ist, der Benjamin Graf ist auch wieder dabei. Heuer zum ersten Mal ebenfalls mit Workshops. Ja, also wir haben für die Mumac Academy Austria einen eigenen Raum gebaut, wo Besucher Workshops machen können, ganz einfache Sachen von der Einstellung der Home-Espresso-Maschine, wie stelle ich die Mühle richtig ein, wie bediene ich das richtig. Der Benjamin bietet da 2, 3 verschiedene Kurse an, da muss man sich informieren und wirklich sehr schnell sein, weil die Kurse sind dann schnell ausgebucht. Das ist ein ganz toller Bereich mit der Mumac Academy heuer. Ja, dann unseren Art Corner, den die Leni organisiert hat. Das wird sehr cool. Da gibt es ja Ausstellung, soviel ich weiß. Genau, eine Premiere, eine Fotoausstellung von der Christy Carlson von Long Miles Coffee. Wer sich erinnert, wir haben mit Ben Carlson vor einer Weile ein Interview geführt. Und genau, Ben und Christy werden beide kommen und da gibt es eine Fotoausstellung mit Porträts von Farmern und dann auch mit Fotos, die die Farmer selber von ihrem Alltag gemacht haben, mit kleinen Geschichten dazu, und es ist sehr spannend. Mhm. Also auch, und diese Ausstellung ist, glaube ich, zum zweiten Mal weltweit. Oder ja, haben wir die Premiere zum ersten Mal? Ja. Also wir haben die Premiere in Österreich mit dieser Ausstellung, also sehr, sehr interessant. Dann die Leni, deine Bean Talk Kollegin, ja, Moderatorin, die hat gemeinsam mit der WNA, mit der Universität der Vienna Art, Künstler organisiert zum Thema Kaffee, während die dort Ausstellungen machen auf ca. 200 Quadratmetern, bieten wir da auch Kunst im Rahmen des Cafés an. Das wird auch ein ganz toller Bereich werden, und erstmals haben wir in der Coffee Festival, dass wir da ein bisschen mehr in diese Kunstrichtung gehen wollen. Und natürlich darf man nicht vergessen, Frankophil, unser Catering-Partner, wird alle Besucher mit Köstlichkeiten und sehr gutem Essen und Trinken verwöhnen. Es gibt Getränkestände, ja, neue Produkte werden präsentiert, auch in Hinblick Getränke mit Kaffee, Cocktails mit Kaffee. Dann haben wir noch einen Weltmeister. Genau, die Manuela Fensore wird kommen. Das ist, vielleicht kennt ihr sie, die Italienerin, die Latte Art Weltmeisterin ist. Die wird uns besuchen und wird ein bisschen Latte Art herzeigen, präsentieren. Und da kann man auch vielleicht, wenn man lieb fragt, um ein paar Tipps beim Latte Art fragen. Und ich glaube, Latte Art ist auch ein gutes Stichwort, ja, denn wir haben heuer am Samstag Latte Karate am Vienna Coffee Festival. Das hat jetzt nichts mit Kampfsport zu tun, habe ich mir erklären lassen. Das ist eine sehr tolle Geschichte, die Burschen machen. Du warst, genau, ja, das organisiert. Der Mike und der Mauro sind Urgesteine der Wiener Barista-Szene. Die haben den Wettbewerb erfunden, haben ihn einmal schon ausgetragen im Kaffeehaus in Wien. Und ja, die zweite Edition sozusagen ist am Vienna Coffee Festival. Es wird sehr cool werden. Begleitet von 2 DJs, die sich auch in den Pausen betteln dürften. Also ja, und auch da ganz wichtig, Tickets sichern. Da gibt es auch nur eine begrenzte Ticketanzahl für Leute, die bei dem Latte-Karate-Bewerb mitmachen wollen. Auch wichtig, dass man das nicht vergisst, bitte im Vorhinein, weil wir haben leider auch da nur einen begrenzten Teilnehmerbereich möglich. Und weil du gesagt hast, auf der Bühne, wir, ja, haben den Shane, unseren Iren, und der wird als Ihre natürlich auch ein bisschen über Irish Coffee sprechen. Wenn Sie wer erinnern kann, bei Bean Talk habt ihr das, ja, einmal gehabt, zu Weihnachten, die Weihnachtssendung. Und ich glaube, der Shane hat jetzt 6 Monate oder 8 Monate lang trainiert und wird am Vienna Coffee Festival den besten Irish Coffee zubereiten. Also auf das bin ich auch schon sehr gespannt. Genau. Und apropos Bühne auch noch. Wir werden natürlich auch vor Ort sein mit Bean Talk. Und wir werden an jedem Tag ein kurzes Panel halten, wo wir einfach verschiedene Leute einladen werden. Also am Donnerstag wollen wir allgemein reden, ein bisschen über die Wiener Kaffeehauskultur im Wandel. Den Freitag über werde ich sprechen mit ein paar Grünkaffee-Produzenten, und da werden wir einfach sprechen über Grünkaffee an sich, wie es vor Ort ausschaut, und auch die Thematik Coffee Pricing. Genau. Women and Coffee. Women and Coffee, genau, das haben wir am Sonntag dann. Das auch ein sehr wichtiges Thema, was für uns sehr wichtig ist als Organisatoren, dass wir auch diesem Bereich mehr Zeit und mehr Aufmerksamkeit widmen. Das wird die Leni am Sonntag, genau, machen. Genau, die Leni am Sonntag. Auch mit sehr, sehr interessanten Gästen. Ja, und dann natürlich unser Rahmenprogramm. Der Harry hat wieder organisiert sehr, sehr tolle Bands, Gruppen, und am Samstagabend. Hot Bands Road Club. Genau. Da wird die Post abgehen. Das ist dann ab 10, glaube ich, am Samstagabend. Ja. Also das Programm kann man ja über Facebook und verschiedene Foren könnt ihr das noch genauer in Erfahrung bringen, aber ich glaube, heuer das Coffee Festival, also ich bin schon sehr neugierig, wir sind jetzt natürlich voll im Aufbau und im Vorbereiten, ja, aber wir freuen uns über viele Besucher, das erste Mal in den Marx Hallen in Wien, mehr Platz, und ja, also wir sind alle sehr positiv. Das Einzige, was wir noch brauchen, ist genau dich, dass du vorbeischaust und dich von Kaffee und von unserem Vienna Coffee Festival inspirieren lässt. Das wäre für mich ganz toll, dass wir ganz, ganz viele Besucher kriegen. Genau, das wird sich auf jeden Fall auszahlen heuer. Ja. Also Also ich freue mich schon gewaltig. 9. bis 11. September, nichts anderes vornehmen, Marx Halle Wien. Ich freue mich auf euren Besuch und Maxi, danke. Ich sage danke, dass wir das hier ankündigen konnten. Und, ja, sehr gerne. Ja, ich bin schon sehr gespannt und freue mich sehr. Ich mich auch. Wir sehen uns am Coffee Festival. Genau. Wünsche dir alles Gute, Maxi. Danke dir auch. Und viel Spaß noch. Dankeschön. Danke. Ciao, danke. Ja, das war's. Wir sehen uns dann am Vienna Coffee Festival hoffentlich. Bis dann und trinkt so viel Kaffee. Ja. Ciao. Ciao.